Meine Damen und Herren, ich habe heute das große Vergnügen, ein ganz tolles Projekt Ihnen vorstellen zu dürfen, Aus der Stille in den Klang. Bei dem Projekt Aus der Stille in den Klang handelt es sich um eine durchaus komplizierte Materie, die allerdings umso mehr Freude bereitet. Das ist Clara. Clara ist von Geburt an hörgeschädigt. Die Geräusche um sie herum kann sie nur mit technischer Hilfe hören. Trotzdem ist Clara total fasziniert von Musik. Wie kann das sein? Clara hat ein Cochlea-Implantat, eine elektronische Hörprothese. Damit kann sie Musik und Rhythmus eingeschränkt wahrnehmen. Doch um selber Musik zu machen, reicht das nicht. Dabei möchte sie so gerne Geige spielen. Im Projekt Aus der Stille in den Klang lernen Kinder wie Clara ein Instrument zu spielen und dabei besser und klangvoller zu hören. Elena Kondraschowa. Hallo. Hallo. Sie haben vor einigen Jahren, vor längerer Zeit in Musik am Konservatorium in Moskau studiert. Sie sind Musikwissenschaftlerin, Musikpädagogin, Geigerin und vor allen Dingen Initiatorin von Aus der Stille in den Klang. Wie empfinden Sie die Arbeit mit den Kindern? Versuchen Sie das unseren Zuschauern und Zuschauerinnen so ein bisschen zu erklären. Ich habe schon so gesagt, als Kleinkind, ich habe immer an Wunder in Weihnachtszeit gedacht. Und jetzt erlebe ich dieses Wunder dreimal pro Woche. Mhm. Mit diesen Kindern zu unterrichten, das ist was absolut Unglaubliches. Ute Friese, Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin von Aktion Kindertraum. Sie fördern auch schon sehr lange Aus der Stille in den Klang. Was ist so das Kriterium für Aktion Kindertraum, für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen, dass Sie so ein Projekt über Jahre begleiten? Ganz wichtig und an erster und oberster Stelle stehen immer die Kinder. Also solange es den Kindern Freude bereitet, es gut für die Kinder ist und wir, wie in diesem Fall, sogar merken, dass die Kinder in ihrer Entwicklung wesentlich weiterkommen, dann sind wir Feuer und Flamme und tun unser Bestes, um dieses Projekt möglichst lange natürlich auch am Laufen zu lassen. Was waren deine Hauptbeweggründe zu sagen, Aus der Stille in den Klang? Genau, begleite ich als Botschafter. Genau, also die Ina Tenz hat mich natürlich, unsere gemeinsame Freundin, die das Projekt ja auch sehr unterstützt, Ute und mich zusammengebracht. Und alles, was mit Musik zu tun hat, ist sofort erstmal meins. Ich fand's super, habe aber sofort auch meine Rolle begriffen, dass ich gesagt habe, ich kann hier beitragen, eventuell auch als Botschafter. Und das wichtigste Instrument, was wir immer wieder feststellen, ist, dass die Leute es sehen und hören müssen. Dann begreift das jeder und sagt so, oh, ich will ich auch.